Ja, erstmal hallo zum Modern Koi-Blog und keine Angst, Sie sind nicht im Gefängnis. Am Anfang haben mich diese Sprossenfenster oder Gitterfenster stark an Gefängnis interessiert. Wir sind hier im Shop von der Konishi Koi Farm und der Shop ist aber nichts für Touristen, sondern oder für Koi-Freaks, die hier aus der ganzen Welt quer durch Japan ziehen, insbesondere im Herbst und im Frühjahr. Sondern das ist ein ganz normaler japanischer Koi-Shop für die lokale Koi-Kundschaft. Also der normale Koi-Liebhaber in Hiroshima kommt, um seine Fische zu kaufen, zur Konishi Koi-Farm, kann hier aus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, keine Ahnung, 30 Becken seine Koi aussuchen. Die teuersten Koi kosten 80.000 Yen, das sind ungefähr 700 Euro. Und die billigsten Koi gehen, glaube ich, bei 1.000 Yen los, das sind 8 Euro. Ja. Und das ist eigentlich das Besondere an der Konishi Koi Farm. Nein, da gibt es sehr viel mehr Besonderes. Aber das ist so eine Besonderheit der Konishi Koi Farm. Und da bilden sie eigentlich in der gesamten Züchterriege eine große Ausnahme. Konishi ist kein klassischer Züchter, der nur die Zucht macht, sondern er hat auch seinen ganz normalen Verkaufsshop. Und das war natürlich immer wieder von gewissen anderen Züchtern eine Argwohn. Oder ja, das haben die mit Argusaugen gesehen, weil die sagen, ja, ein Züchter ist ein Züchter und dann gibt es die Händler und da gibt es dann noch die Privatkunden und es verkauft niemand an Privat, sondern es wird vom Züchter immer nur durch den Händler an Privat verkauft. Aber wie auch immer, Konishi steht da drüber und ich habe es letztes schon mal erwähnt, er hat es trotzdem zur obersten Position in der ganzen Koi-Welt geschafft und das mit Sicherheit nicht, dass er sich da unfair oder unsportlich verhalten hat. Früher wurde uns auch immer nachgesagt, wir seien gar kein Züchter, sondern Konishi sei nur ein Händler und wir würden in Niigata überall nur die Fische zukaufen. Da kann ich Ihnen Brief und Siegel drauf geben. Das ist alles kompletter Quatsch. Und ich glaube, es gibt auch kaum einen zweiten Züchter, der seine Kunden so tief in sein tägliches Tun blicken lässt, wie wir das tun. Aber jetzt will ich Ihnen nicht hier von irgendwelcher japanischen Koi-Politik die Ohren voll heulen, sondern Ihnen einfach mal Konishis Shop zeigen. Hier hinten. Im Hintergrund sehen Sie seinen Garten. Sein Gartenteich, der heißt wirklich, wir sagen immer nur seit Jahren nur Gartenteich, Gartenpond zu diesem Ding. Dann hier unten 30.000 Yen, hier ist 80.000 Yen Becken, 20.000. Die Karashis hinten sind nicht ausgezeichnet. Hier unten sind die kleinen Koi. Das ist übrigens für meinen Geschmack ein sehr schöner Laden, auch wichtig. Er hat Oberlicht, da sind ganz dünne Plastikplatten drauf. Fragen Sie nicht, wenn es hier mal richtig gewittert, was hier los ist. Ob Sie das glauben oder nicht, diese Koi sind seit vielen, vielen Jahren da drin. Nannen Maikana? Also diese Koi schwimmen hier seit 12 Jahren und freuen sich bester Gesundheit. Und das auch wieder zu dem Thema, man kann Koi auf extrem engem Raum halten, wenn man sich nur an die Wasserqualität, an die Gesundheitspflege und an vernünftiges Management hält. Fürs Management hier ist, da hinten ist unser neuester Mitarbeiter Hashimoto. Der putzt und wienert den ganzen Tag. Allerdings muss man auch sagen, die Qualität, die hier verkauft wird, kann ich Ihnen versprechen, das ist keinesfalls das, was Sie als Koi-Liebhaber suchen. Also da sind auch viele Koi mit Makel und Mängel. Und wenn er einen japanischen Kunden hat, der was Hochwertigeres sucht, dann geht er mit dem ganz genauso rüber ins Glashaus, wo die Koi der Begierde des enthusiastischen Koi-Liebhabers schwimmen. Und es ist in Japan einfach seit Jahren so, dass die, das ist jetzt das 80.000 Yen Becken, es ist in Japan seit vielen Jahren so, dass der lokale Markt, der Binnenmarkt für Koi, der liegt am Boden. Da geht nimmer viel. Die Branche lebt vom Export. Und darum wäre es auch wahrscheinlich
vergebene Liebesmühe, das berühmteste Koi-Gemälde aus der Koi-Welt. Wäre es vergebene Liebesmühe, wenn man hier versuchen würde, hochwertige Fische zu verkaufen. Und gerade hier im 80.000-Yen-Becken, viele Jahre wird versucht, also da sind auch Fische drin, die sind 7, 8, 9 Jahre alt. Und wenn die dann irgendwann nicht verkauft wurden, dann dürfen sie hinter in den Gartenteich. Jetzt 30.000-Yen-Becken. Und die Jungs, denen immer der Futterautomat zertreten wird. Ja, jetzt haben Sie auch mal einen Rundgang durch Kunishis Shop bekommen. Das war eine seiner ersten Amtshandlungen, nachdem er von seinem Vater den Betrieb übernommen hat, dass er den Shop hier gebaut hat.